Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 Walk Around. So, und dann machen wir mal gleich weiter mit dem verlogenen Loven. Und gehen jetzt mal zum Streifenwagen. Und schauen, dass wir dort uns jetzt das nächste holen. So. Und jetzt sollen wir den Streifenwagen einmal ausfindig machen. Der ist jetzt eigentlich nicht so schwer zu finden. Aber es geht. Ich weiß nicht, sind die Ghule schon wieder alle da? Ja, fast. Nehmen wir schon mal den ersten Ghul mit. Und hier haben wir auch schon den Streifenwagen, den wir finden sollten. Und hier haben wir Kleinstnotizen Teil 1. Lewisburg. Eine Kleinstadt voller großer Träume. Doch hinter der strahlenden Fassade zeigt sich ein Bild der Mysterien und Missstände. Nehmen wir als Beispiel Calvin Van Lowe. Einen ganz gewöhnlichen Typ, der... Was zur Hölle, Klein? Nimmst du schon wieder auf? Ist das ein Problem, Sydney? Mein Roman braucht diesen professionellen Realismus. Aha. Und meinst du, dieser professionelle Realismus erlaubt es dir, einfach rumzulabern, statt deinen Job zu erledigen? Können wir jetzt einfach zu den Van Lowes gehen? Wir müssen die Schwester zum letzten bekannten Aufenthaltsort befragen. Familie. Eine Bande, die uns vereint. Wurzeln, die uns Halt geben. Aber auch die Voraussetzung für Brudermord. Schluss damit. Gehen wir... Hey. Der in dem auffälligen Anzug da. Hast du den hier schon mal gesehen? Nein. Sieht aus, als würde er rumschnüffeln. Ist das nicht das Ferienhaus der Garbers? Das mit dem Flamingo davor. Die sind seit 2 Wochen weg. Das sollten wir uns ansehen. Na los. Na, dann sehen wir uns das an. Also, wer sich jetzt fragt, wo die Flamingos sind. Da haben wir die. Und dementsprechend haben wir hier das nächste. Okay, bleib in der Nähe. Schleichen wir zur Ecke. Ein auffälliger Anzug, dunkle Sonnenbrille und ein Motiv für Mord. Nimmst du etwa immer noch auf? Na und? Da sieh mal, er repariert einfach nur den Grill. Guten Tag, die Herren. So, er repariert einfach nur den Grill. Und da habe ich jetzt den schon reingesetzt. So. Wolfs Bericht Nummer 64. Black Sheep hat sich nicht gemeldet. Das war seine letzte Warnung. Bo Peep ist tot. Mögliche Verbindung zu Black Sheep. Ich werde heute eine Beseitigung durchführen. Achtung an alle berechtigten Agenten. Eine ID-Karte und weitere Anweisungen sind erforderlich. Bo Peep hatte eine kleine Station zur Überwachung von Black Sheep. Dort dürfte alles Nötige zu finden sein. PS, es tut mir leid, aber dieser Ort muss ebenfalls gesäubert werden. Okay, finde Karte und weitere Anweisungen. Dementsprechend müssen wir jetzt hier einmal kurz auf die Dächer. Oh. Da ist ja schon wieder ein Ghoul da. Dann schaffe ich es einfach mal so. Mit ein bisschen Hopseglück. So, jetzt können wir ja von hier aus gar nicht rüber. Ja, schaffe ich es? Bin ich akrobatisch genug? Nee, bin ich nicht. Bin ich nicht. So. Alle Hops. Alle Hops. Und hier haben wir schon mal den Werkzeugkasten. Und hier haben wir zusätzliche Agentenschlüsselkarte und weitere Anweisungen. Es ist Waschtag. Wasche und trockne die Unterwäsche und vergiss nicht, es in deinen Kalender einzutragen. Van Lowe, Keller. Ja, der gute alte Waschtag. Den hat man öfters mal.
Und wir sollen unsere Unterhosen waschen. Na, gehen wir mal unsere Unterhosen waschen, ne? Und wir tragen es auch anständig im Kalender ein. So, dementsprechend gehen wir jetzt einmal kurz nach unten. Hat er wieder da? Hat er wieder da? Hat sogar die Stufe gegeben. Und ja, wir müssen das Ganze jetzt einmal einstellen. Hier haben wir eine Notiz von Mama. Shell, ich möchte nicht, dass bei unserer letzten gemeinsamen Tagen mein Gemotze, wie Calvin es ausdrückt, im Vordergrund steht. Also schreibe ich einige Dinge auf, die du dir später durchlesen kannst. Erinnerung, wasch deine Weißwäsche getrennt. Weißt du noch, als du mal rote Socken dazu getan hast? Wenn du deine etwas empfindlichere Unterwäsche waschen musst, denk daran, dass sie mit niedriger Hitze zu trocknen. Sie soll ja schließlich lange halten. Benutz den Kalender, um den Waschtag nicht zu vergessen. Und was am wichtigsten ist, denke daran, dass deinen Bruder und dich immer lieben werde. Meine kleine Shelly. Mama. Okay, so. Und wir sollen jetzt hier an und für sich den Trockner auf niedrige Hitze stellen. Ja. Da eigentlich vollkommen egal. Da machen wir jetzt erstmal nichts. Und wir sollen den Waschtag einrichten. Erstmal gucken hier, welcher Knopf davon war das denn? Man muss halt ganz genau gucken. Ich glaube, das war Donnerstag? Nee. Welchen Knopf konnte ich jetzt hier nochmal drücken? Ist halt mega schwierig. Nee, das müsste ja der hier gewesen sein, aber ich komme schon wieder nicht an den blöden Reißzweck hier ran hier. So würde ich am besten drauf schießen, hä? So, Moment, habe ich irgendwas übersehen? Ach, empfindlichere, ja. Ich glaube, ich habe den hier nicht eingestellt für Feinwäsche. So, niedrige Hitze. Und Waschtag. Jetzt hat's geklappt. So, und jetzt haben wir hier hinten auch endlich offen. Meine Güte. Schlimm, schlimm, schlimm. So, und immer am Waschtag, da ist es am blutigsten, ne? Man hier sehen kann. Nehme ich hier nochmal kurz ein bisschen was mit. Und dann gucken wir uns jetzt hier drin nochmal ein bisschen um. Kommt schon die Kakerlake. So. Der Kryptidenjäger August. Der Kryptidenjäger August 2077. Wir sind stolz, Ihnen eine ganz besondere Ausgabe unserer monatlichen Mitteilung zu präsentieren zu dürfen. Ein Interview mit Garrison Guy. Rarity, dem berühmten Autor und Feldforschungsspezialisten im Bereich der Kryptiden. Mr. Fogg Rarity hat sich Anfang der Woche mit mir getroffen, um über seine neueste Arbeit zu sprechen. Dabei hat sich eine spannende Frage ergeben, eine, die Kryptidenforschung in ihren Grundfesten erschüttern könnte. Es sein könnte, vermehren sich Kryptiden. Könnte es sein, dass ein einzelnes Wesen Jahrzehnte überlebt, Jahrhunderte, ohne Unterschiede, ich bin heute echt nicht der Beste im Lesen. Oder unterscheiden sich diese Kreaturen nicht von weniger außergewöhnlichen Exemplaren? Diese Frage ist für Mr. Fogarty seiner früheren Arbeit zum geheimnisvollen Mottenmann von ganz besonderem Interesse. Er fuhr fort, wenn sich die Kreaturen vermehren, müssen sie sich auch paaren, oder nicht? Und Paarung ist mit Ritualen verbunden. Daraufhin sollte er mir erklären, wie dies unseren Ansatz als Jäger beeinflussen könnte. Dadurch ändert sich alles. Miss Park. Denken Sie mal darüber nach. Sporadisch, aber
Gehäufte Sichtungen ihres konfusen Verhaltens, ihre Neigung, an bestimmten Orten zurückzukehren, fast wie ein Laichplatz. Guys Leidenschaft und Begeisterung waren ansteckend, doch ich bat ihm, die Hypothese noch einmal zusammenzufassen. Was, wenn der menschliche Kontakt mit Kryptiden mit ihren Paarungszeiten zusammenfällt? Vielleicht können wir dieses Wissen als Methode zur Vorhersage ihrer Bewegungsmuster verwenden. Faszinierend. Dann fragte ich ihn, ob er Vorschläge zur Nutzung dieses Wissens hätte. Nachahmung, erwiderte er mit einem schrägen Grinsen, das Fans von Guy Fogerty nur allzu gut kennen dürften. Wenn wir etwas über ihre Rituale und Triebe lernen, vielleicht können wir sie dann herauslocken. Wir können dieses Verhalten nachahmen und die richtigen Reize zu erzeugen. Also frage ich ihn, ob er damit andeutete, dass wir versuchen sollten, Kryptide zu umwerben. Ich werfe ganz einfach nur die Frage der Nachahmung auf. Der Gedanke daran, vielleicht welcher Art dieser sein könnte, lässt mich zwar erschaudern, aber ich ermuntere Sie, liebe Leser, dazu die Möglichkeit zu bedenken, Garrison Fogertys neuen Buch Kryptische Kryptiden, das Rätsel der Fortpflanzung, erscheint Anfang 2078, Julia H. Park. Okay. So, Passwort für die Bauplattform. Ja, das werden wir brauchen. So, und wir hatten jetzt hier noch zwei weitere Hinweise. Eigentlich. Hä? Haben doch schon zwei. So, dann wollen wir mal das Terminal durchsuchen. Und dann wollen wir mal gucken. Nämlich so ein bisschen Blut bespritzt. Sitzung 4, Aggressotron SRX0022CD F9, Aufzeichnung verfügbar. Sitzung abrufen. So. Gucken wir mal rein hier. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da. Okay, mal sehen. Das Skript beginnt auf Seite 25, also... da haben wir's. Starte nun Verhaltensumprogrammierung von Modellnummer RX00 und so weiter. Ich, Calvin Van Loo, stimme hiermit zu. Haftung, Tod oder Verstümmelung, bla 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 bla. Was für eine Zeitverschwendung. Okay. Hör zu, Mrs. Aggressotron. Ich werde deine Verhaltenssubroutinen erweitern. Zur Kenntnis genommen. Okay, dann füge ich mal hier die Daten ein. Funktioniert? Empfangen. Angepasste Verhaltensparameter. Sheep Squatch. Ausgezeichnet. Der nächste Teil könnte seltsam erscheinen. Und falls jemand zuhört, versichere ich, dass er notwendig ist. Fehler. Anfrage läuft Richtlinien zuwider. Meldung eingereicht. Halt, halt, nein, nein, das ist nicht wie... Das ist Natur, das ist... Warte. Administrationsüberbrückung. Empfangen. Überschreibungsanfrage. Bestätigung erforderlich. Ich bestätige. Bestätigt. Vorrangiges Verhalten wird durch übertragene Routine Sheep Squatch überschrieben. Führe Neustart durch. Halt! Nein, nein, nein! Nicht überschreiben! Überbrücken! Die Erweiterung sollte nur... Was machst du? Halt! Nein! Und wie man hier schon sehen kann, kann man sich schon denken, was passiert ist. So,
Nee, jetzt suchen wir noch das für Wolfs. Notfall. Ah, Hauptquartier, hier ist Wolf. Opferlamm ist entkommen, Black Sheep vermisst. Wahrscheinlich gefallen, bitte um Verstärkung. Treffpunkt Graham anwesend, Koordinaten im Anhang, Koordinaten herunterladen. So. Dann einmal das Anwesen betreten. Und jetzt kommt ja eigentlich auch schon die gute Quest, die man, also das, wohinter ich jetzt her bin. Weil jetzt gibt's mit einer der besten Waffen in Fallout 76 oder bezüglich die beliebteste Waffe überhaupt. Wolf im Schafspelz. Und dementsprechend, ja, da waren wir ja schon oft genug drin, bloß diesmal müssen wir ins Obergeschoss. Hallo, die Ghule. So, jetzt einmal nach Spuren suchen. An für sich relativ simpel. Wir müssten eigentlich nur ganz nach oben. Und nur mal kurz gucken hier. Da haben wir noch einen Ghoul. Können wir dann auch nebenbei mitnehmen. Bisschen Epi tut immer gut. So. Kanonenkugeln, jawoll. Ah, wird Zeit, dass ich mit den Raidern hochkomme, ey. So, dum-di-dum-di-dum-di-dum. So, da haben wir den nächsten Pirscher. Ach, diesmal ein Leuchtner, kein Wendigo heute mal. Gut, das sah nur für sich wurscht. Und wer hier noch jede Menge Glas braucht, hier oben, den genug Trinkgläser. So, dann wollen wir mal. Terminal. Und Notfallbericht. Hauptquartier, ich bin's Wolf. Ich habe vom Kanarienvogel ein paar praktische Geräte besorgt. Der Einsatz dürfte allerdings schmerzhaft werden. Ziemlich riskant, das Ganze alleine zu machen. Aber die anderen Agenten sind nicht eingetroffen. Und ich kann nicht länger warten. Ich werde die Falle in den Hügeln nordwestlich von Lewisburg aufstellen, sollte die flüchtige Einheit bald eingefangen haben. Aber nur für den Fall, ich lasse einen Ersatzschlüssel und die Pläne da. Steht im Wagen bei Grahams nach. Wenn nötig, bitte ein anderer Agent als das Zeug zurückholen. Wolf Ende. Okay, so. Und hier im Auto haben wir sein Versteck und bekommen jetzt Herstellungsgegenstand Aggressotron Rückrufvorrichtung und Questbelohnung Ausputzer 45er aufbereitetes Wasser, aber da hat man eigentlich schon gesehen, was wir unbedingt haben wollen, nämlich den wunderschönen Ausputzer. So, Ausputzer ist an und für sich immer mit einem Stern gesegnet. Denn verbesserte Tarnung, schnellere Schleichgeschwindigkeit ist sein, ja, kann man sagen, sein Präfix. Wobei er noch nicht legendär ist. Das heißt, selbst ein nicht legendärer Ausputzer hat automatisch diese Werte. Also sprich das mit der Tarnung drauf. Und ja, es ist an und für sich dasselbe wie ein Kampfgewehr. Dementsprechend gehen wir jetzt einmal nach Hause und werden jetzt auch unser Kampfgewehr auswechseln. Und dementsprechend durch den Ausputzer ersetzen. So, Ausputzer können wir auch mit 3 Sternen versehen. Das heißt, wir hätten im Endeffekt 4 Sterne Waffe uns erstellt. Es gilt aber halt nur für diesen Ausputzer, wo man das machen kann. Und naja, Bauplan, den kriegt man halt nur im Event kryptisch. Und jetzt wäre uns ein und für sich gesagt, wir sollen kryptisch starten. Bloß jetzt alleine mit dem Level, mit dem Equip. Nee. Machen wir das jetzt nicht. So, dementsprechend, ja. Sonstiges, suche den Standort von Wolfs Falle. Das werde ich jetzt ausblenden, weil das würde jetzt kryptisch starten. Ich gehe jetzt nur mal kurz noch drauf ein, was wir jetzt da haben. Oder was wir da jetzt noch machen müssen. Da ist hier einmal Standort Wolfs Falle deaktivieren. Jetzt haben wir hier einmal an einer Bastelwerkbank ein neues Rezept bekommen.
Dann dementsprechend, jetzt muss ich das mal suchen. Da haben wir es. Aggressotron, Rückruf, Schlüsselkarte. Das erste Mal bekommt man eine Schlüsselkarte for free. Das heißt, ihr habt einmal die Chance, nach dieser Quest das Ganze zu bearbeiten. Und ansonsten sieht man ja schon, was wir dafür brauchen, wenn wir es ein weiteres Mal machen möchten. Einmal Rückruf, Schlüsselkarte, Schallplatte. Die kriegt ihr beim Händler gekauft, kostet ein paar Kronkorken. Je nachdem, wie hoch Charisma und Meisterhändler benutzt. Immer mal ein bisschen unterschiedlich. Und halt ein stabiles, fluoreszierendes Flux. So, das ist an und für sich das Einzige, was man braucht. Mehr braucht man an und für sich nicht. Und dann könnte man kryptisch hier unten bei der Hütte einmal starten. Habe ich jetzt noch nicht mal entdeckt, aber ist nicht weiter wild. So, zu kryptisch kommen wir jetzt nicht. Wie gesagt, wir wollen ja jetzt hier unseren Ausputzer schon mal fertig machen. Das wäre nicht so verkehrt. Jetzt muss man halt auch aufpassen. Nicht, dass ich ihn jetzt hier gleich wegmache. So, dann nehmen wir hier gleich... ja, nehmen wir optimierter Automatikverschluss. Dann nehmen wir hier... stabilisierter, verlängerter Lauf. Dann hauen wir hier... ich weiß nicht, ob er jetzt Explo kriegt oder nicht. Je nachdem ändere ich immer bei mir die Kolben. Je nachdem, was da jetzt noch für Perks drauf sind. Wenn da jetzt Explo mit drauf ist... wäre zum Beispiel für mich wichtig, die gute Rückstoßdämpfung und der Nahkampfschaden. Aber sonst könnte man eigentlich auch den Justierten lassen. Wie gesagt, das ist halt... Nee, komm, ich hau den wuchtigen Kolben rein, dann brauche ich ihn nicht so oft reparieren, dann machen wir es so. So, dann gucken wir hier nochmal. Was haben wir hier? Rüstungsdurchdringen. Nehmen wir das beißende Magazin. Ich möchte heute bissig sein. Dann nehme ich hier schon mal das Langreichweiten-Zielfernrohr drauf. Habe ich das nicht? Kurz? Ach da, Blindfisch. So. Und Schalldämpfer ist von Hause aus drauf. Und Lackierung, naja, es gibt einmal Ausputzer-Lackierung und einmal die Standarddesign. Und da sieht man eigentlich schon, es ist eigentlich ein Kampfgewehr. Und falls ihr nicht alle Mods habt, Kampfgewehre zerlegen. Kampfgewehre zerlegen, Kampfgewehre zerlegen, Kampfgewehre zerlegen. Das ist halt das Beste, um... die meisten gängigen Mods davon zu erhalten. So, den Ausputzer, den lege ich rein. Dementsprechend darf jetzt hier mein Mutanten-Kampfgewehr gehen. Weil ich brauche jetzt nur ein Kampfgewehr da drinne. Man könnte jetzt auch noch das Kampfgewehr halt nochmal ein bisschen ummodifizieren. Man könnte jetzt auch sagen, ja, hier 38er rein. Dann könnte man auch mit 38er verschießen. Wenn man sie jetzt halt loswerden will, ist eine Idee, die man machen kann. Muss man aber nicht. So, jetzt hau ich hier nochmal alles weg. Ich brauche ein Hobby. Moment, nein. Mr. Hornwright? Nee, ich wollte jetzt hier nicht nochmal ein bisschen mehr haben. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das jetzt schon mal soweit durch. Denn machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.